Sie strotzt wieder vor Selbstvertrauen. Für Andrea Petkovic ist die Tennissaison 2014 bisher ein voller Erfolg. Mit dem Turniersieg in Charleston im April endete eine fast dreijährige Durststrecke. Nach dem Sieg in Bad Gastein Mitte Juli hat die Weltranglisten 18. ein großes Ziel wieder deutlich vor Augen. Ich glaube, dass ich definitiv wieder in die Top 10 will. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Aber ich habe auch gemerkt, jetzt mit den vielen jungen Mädels, die da dazukommen, ist es keine Garantie mehr, wenn ich mein Potenzial ausschöpfe, dass ich dann auch in den Top 10 bin oder einen Grand Slam gewinne. Verletzungen hatten sie aus der Bahn geworfen. Der Weg zurück in die Spitze war beschwerlich. Doch die Turniersiege haben ihr sichtlich gut getan. Geht es nach der 26-Jährigen, könnte bald sogar ein ganz großer Triumph folgen. Was momentan echt super schön ist, auch mit dem Erik, dadurch, dass ich diesen neuen Winter einfach da habe, konzentriere ich mich gar nicht mehr so sehr auf die Resultate. Aber gleichzeitig glaube ich immer mehr daran, dass ich mal einen Grand Slam vielleicht gewinnen kann. Wenn alles, da muss vieles zusammenkommen. Das ist nicht so, dass es reicht, wenn du einfach mal gut spielst, sondern bei einem Grand Slam-Titel müssen so viele Kleinigkeiten zusammenkommen. Im November steht sie mit ihren Fed Cup-Mädels im Finale gegen Tschechien. Ein Highlight für Petko und keine leichte Aufgabe gegen die topbesetzten und leicht favorisierten Osteuropäerinnen um Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova. Es wäre auf jeden Fall fast mit auf einer Stufe von einem Grand-Slam-Titel, denke ich, für uns alle. Ja, wirklich wie die Weltmeisterschaft für uns im Team. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einen sehr schnellen, sehr flachen Boden reinlegen werden und es möglichst rasenähnlich halten werden. Was für uns natürlich schwierig ist und auswärts. Aber wir haben eine Chance, wir haben definitiv eine Chance und im Fed Cup weiß man nie, was passiert, deswegen mal gucken. Bis dahin will Petkovic die nun beginnende Hartplatzsaison nutzen, um die Erfolgsleiter weiter nach oben zu klettern.